die Zwergkrähe, eine endemische Schmetterlingsart, versammelt sich im Winter im Maulin, um dort zu überwintern. Bei einer der Zwergkrähen wurde festgestellt, dass sie aus Nord-Taiwan kommt und wohl 173 Kilometer geflogen ist, um hierher zu kommen. 北部的蝴蝶到底会不会往南飞？其实是很多人在质疑的，就是它的代表性意思就是，北部的蝴蝶真的会在秋冬的时候是往南飞，而且飞到蝶谷去。 Das Kennzeichen lautet FC922. Das bezeugt, dass er im September 2019 im Miaoli gekennzeichnet wurde. 蝴蝶来到南部过冬的时间，快速的，然后很频繁地去帮蝴蝶去找它的越冬地，跟就是希望能够找到有标记的蝴蝶。Diese Schmetterlingsart hat eine Lebenserwartung von 6 bis 8 Monaten. Die Kennzeichnungs- und Forschungsarbeit muss deswegen schnell und andauernd gemacht werden.